Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe jetzt hier in Arbeitsklamotten unten in der Küche, gehe gleich hoch zu Micha, ich wollte noch einen Kaffee machen und dann geht's ran ans Schlafzimmer. Wir müssen noch ein bisschen was streichen und heute wird der XXL Kleiderschrank aufgebaut in unserer Ankleide. Der Tim ist gerade bei einem Freund spielen, Julia ist oben im Kinderzimmer und spielt im Kinderzimmer. Mal gucken, wie lange noch. Guck mal, was wir hier schon oben haben und fast aufgebaut. Der erste Schrank. Boah, das ist aber ganz schön schwer, so ein Brett. Ja, die Türen haben bei Tims Zimmer auch so lange gedauert, ne? Ja, müssen wir ausrichten. Das ausrichten, ja, oh, vorsichtig. Ah! Oh Gott, was ist denn das? Oh, Micha, das ist nicht lustig. Warte mal, erstmal. Wir haben hier im Übrigen schon so ein bisschen Teppich reingemacht. Das hatten wir noch übrig von. Von wo war das? Was? Vom Dachboden. Achso. Der erste Kleiderschrank steht. Wo ist er denn? Den sieht man. Ach, den sieht man gar nicht richtig, weil der weiß ist. Sehr gut. Und ich habe schon was eingeräumt. Super. Also ihr seht schon, das ist kein tiefer Schrank. Wir wollten das nicht so tief machen, weil hier gegenüber kommt ja auch noch ein Schrank hin. Dann wollen wir hier einen Spiegel hinmachen und ja, wir möchten uns ja auch so ein bisschen bewegen können. Und guck mal, wenn das gleiche nochmal hier drüben ist, da hat man, ich glaube, einen Meter, oder Michi? Der Große ist jetzt im Übrigen auch wieder zu Hause und macht direkt mit. Muss ja auch immer mitwerkeln. Sieht aber lustig aus, wie du das so machst. Dann könnte ich auch jetzt gehen. Die machen das ja alleine. Nee, die sind wirklich echt ein richtig, richtig gutes Team. Ich finde das immer schön, nett zu beobachten, ehrlich gesagt. Das ist so niedlich, wenn die irgendwas zusammen machen. Das ist schon schön. Ich muss jetzt mal kurz Geld abheben. Wir haben es jetzt schon spät. Julia guckt ein bisschen Fernsehen. Else und die Männer sind oben, bauen noch weiter auf. Die sind jetzt schon am dritten Schrank dran. Und ich wollte jetzt Pizza bestellen. Eine offene, eine Zurückhaltzone, einen Salat. Das machen wir immer ganz gerne, wenn wir den ganzen Tag über hier rumwerkeln. Dann müssen wir nicht noch die Küche einsauen und uns da Gedanken machen. Die war jetzt so, so lecker. Oh Gott, wir haben echt so einen Pizzamann. Den lieben wir. Da gehen wir immer hin. Das ist so unser, ja, bester Pizzamann, den es für uns auf der ganzen Welt gibt. Und da haben wir jetzt eine offene Calzone gegessen, eine Zur und einen italienischen Salat mit Balsamico-Essig und Öl. Und ein Pizzabrot gab es noch, genau, Pizzabrot. Auch lecker mit Knoblauch. Ich Knoblauch-Junkie. Jetzt gehen wir mal hochgucken, was die Männer da oben gemacht haben. Mama? Ich geh mal gucken. Wow, drei Schränke stehen schon. Komplett. Da oben die Decke würde der Michi im Nachgang machen. Ich hätte es vorher gemacht. Ah, naja. Warum denn? Versuche das mal zu erklären, wieso du das vorher gemacht hast. Naja, weil ich finde, das sind Arbeitsschritte, die macht man einfach zuerst und dann kommen die Möbel. Man macht erst einen Raum fertig und dann kommen die Möbel. So denke ich immer. Da werden bestimmt jetzt alle schreiben, ja. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte doch hier einen Handstand machen, oder? Genügend Platz. Schränke sind einigermaßen weit weg. Ist vielleicht ein bisschen schlecht, weil ich gerade gegessen habe. Aber wir versuchen es mal. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Wenn ich mich übergebe, müssen wir den Teppich rausnehmen. Kriegst du das auch hin? Shit! Oh je, Julia macht das bloß nicht nach. Oh. Ich will auch mal probieren. Ja, probier mal. Die Kinder haben das jetzt genauso gemacht wie die Mama. Total süß. Der Große hat es schon richtig gut hinbekommen. Jetzt machen die Kinder sich Bett fertig. Schaut mal, der vierte Schrank steht. Glaubt ihr, ich war echt ein bisschen gerade berührt. Ich habe mir gedacht, ich wollte euch das mal erzählen. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen. Ah, kam mir gerade echt so ein bisschen die Tränen. Muss ich mich ein bisschen zusammen zurückhalten oder so. Ah, ich habe nämlich gerade an den Moment gedacht, wisst ihr, das ist so viel wert, wenn man Schränke hat, wenn man Türen hat.
auch Türen, da freut man sich so riesig und für viele ist das so normal und selbstverständlich und es ist auch okay. Aber wie schlimm es halt ist, dass manche das nicht haben hier auf unserer Erde. Und es sind sogar ganz viele. Und das ist halt echt traurig, finde ich. Julia spielt hier gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich das auch ganz unten. Ich übe, Mama. Ja? Was übst du denn? Fallen. Immer ganz oben, dass wir runterlaufen. Dass du den ganz nach oben hochschießt und dann musst du ihn fangen. Und das ist ein tolles Spiel. Das habe ich früher auch gerne gemacht, Julia. So süß. Aber vor den Kopf. Ja. Wer als erstes eine Seite verliert hat. Warte, warte. Warte, warte. Ich dachte nur, wie lange. Ist mir scheißegal. Läuft die Kamera? Was? Schummel! Also ich habe 21 und Micha 26. Guck mal, da immer. Zum Glück haben wir nicht gewettet. Vielleicht hat ja von euch jemand noch zu Hause so einen Wickeltisch. Das ist tatsächlich von IKEA ein Wickeltisch. Hervorragend geeignet. Ich lache jetzt, ne? Aber das ist echt super für die Baustelle. Top. Eigentlich müssten wir noch Räder dran machen, dann wäre es noch besser gewesen. Hier haben wir nebenan einen riesengroßen Müllsack hängen. Da können wir mal direkt alles reinräumen. Und somit sieht es dann auch immer schön ordentlich aus. Und falls ihr das nicht habt, aber ihr habt vielleicht ein altes Bügelbrett. Oh, jetzt trägt er das ganz allein. Wir haben zum Beispiel auch ein Bügelbrett umfunktioniert und haben oben nochmal so ein Holzbrett drauf genagelt, geschraubt, drauf geschraubt. Und ja, dann habt ihr einen klappbaren Tisch für die Baustelle. Bringt mich ganz durcheinander hier. Guck mal, hier drüben ist der. Es war einfach ein Bügelbrett genommen und dann hab da vorne noch ein Brett dran gestraubt. Kracht alles zusammen. Nee, also vorne noch ein Brett dran geschraubt. Hier sieht man das auch noch mal ganz gut. Und dann hat man einen klappbaren Arbeitstisch. Das ist mega Gold wert auf der Baustelle und dann so lang. Das ist perfekt. Es gibt auch noch so ein paar kleine Farbkleckse. Die mache ich ganz gerne mit dem Schwamm hier einfach weg. Guck mal da. Der Boden ist gewischt und jetzt geht's hier an die Schränke noch mal ran, die verschrauben wir jetzt und danach stellen wir ein paar Böden rein. Dann bohren wir erstmal fest. Dann bohren wir erst fest. Ja. Puh, fix und fertig bin ich. Die Kinder haben gerade ein paar Rosinen und Nüsse gegessen, bekommen von mir. Ich bin so ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade am Hochschleppen bin. Nur noch das, dann habe ich es geschafft. Ja. Nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt tausendmal sage, ich kann immer. Ich bin echt kaputt. Das sieht man mir jetzt an. Ja. Aktueller Schrank. Stand. Oh Gott. Aktueller Schrank. Aktueller Stand. Die Schränke stehen. Die Schränke sind fixiert. Miteinander und an der Wand. Michi richtet gerade noch aus mit seiner garglichen Leiter, die er seit seiner Ausbildung hat.
Die ist echt gefährlich. Ich habe jetzt alles hier abgeschleppt. Ach, das habe ich euch ja schon gesagt. Ich baue jetzt die ersten Teile auf. Oh, und ihr, ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich durch. Aber egal, die Cola wirkt noch so ein bisschen. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Die Nala ist mit hier oben. Aber die ist immer eigentlich ganz lieb. Und jetzt baue ich die Schubladen zusammen. Ich habe schon ein, zwei, drei, fünf Schubladen habe ich zusammengebaut. Ich fühle mich an, als hätte ich schon alle zusammengebaut, aber leider habe ich das nicht. Hm. Ja. Jetzt baue ich den noch zusammen. Der Michi ist immer noch am Ausrichten. Das klappt irgendwie nicht so, wie er sich das vorstellt. Und er ist ein bisschen stinkig. Also auf den Schrank. Ne? Wir haben es jetzt mittlerweile draußen dunkel. Und ich habe tatsächlich noch alle Schubladen aufgebaut und habe das echt geschafft, weil der Michi hat die ganze Zeit ausgerichtet und ich habe gedacht, das muss ich jetzt schaffen, weil er mir irgendwie leid getan hat, dass er so viel machen muss. Da stehen sie alle. Die werden dann morgen hier eingebaut. Und dann wird es eingerichtet. Oh, da freue ich mich. Ihr Lieben, ich würde mich jetzt an der Stelle bei euch verabschieden, wünsche euch ein wunderschönen Tag. Wir sehen uns ja morgen schon wieder. Wir werden jetzt das Bett aufbauen und ja, morgen dann einrichten und so weiter. Lasst euch überraschen.